Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge King's Quest 7. Ja, in der letzten Folge hatten wir hier noch am Rande des dunklen Waldes aufgehört oder des verwunschenen Volkes oder so. Und in der letzten Folge war ich ja etwas verwirrt, hab's dann aber doch noch hinbekommen und ich würde sagen, wir müssen uns jetzt hiermit, glaube ich, einreiben. Ja, das leuchtet auf jeden Fall weiß und können wahrscheinlich dann hier passieren. Ich bin gespannt. Wieso geht die denn jetzt zurück? Was soll das denn? Oh, ich fühle mich so sonderbar. Ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben jemals so schnell gerannt bin. Edler Artis, er hat sein Wort gehalten. Ja, interessant, Leute. Also hierhin zurück können wir jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Wir haben ja keine Salbe mehr und ich denke mal, genau, die werden wiederkommen. Ist jetzt die Frage, ob wir bei Malizia im Haus noch was gucken müssen. Da bin ich mir jetzt auch gar nicht mehr sicher. Beziehungsweise das ist mir jetzt alles irgendwie gänzlich so ein bisschen unbekannt hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer so ist oder man da noch irgendwo hin muss. Wahrscheinlich nicht. Ich gehe erstmal weiter. Ich denke mal, wenn wir da was brauchen, werden wir das noch gewahr werden. Ah, wie sollen wir denn an den Pflanzen vorbeikommen? Hallo! 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 Okay, da kann man einfach dran vorbeigehen. Das ist ja interessant. Oh, was? Hey! Das war aber nicht sehr nett. Oh, ich scheiß Gören wieder, ey. Naja, dann sind wir wieder. Ich sag nur herzlich willkommen in Uga Buga. Sehr geil. Hier ist der Doc. Okay, dann können wir ja mal gucken. Na, der Fahrstuhl ist gerade runter. Das werde ich mal nutzen, die Gelegenheit. Gucken, ob wir noch was abgreifen können.
Okay, das Ding, die Dinger. Das Teil. Was ist das? Ein Oberschenkelknochen. Ich hasse es nicht. Kann man hier noch was machen? Hey du, fass das Teil nicht an. Gott. Haben wir das Ding noch? Ich weiß gar nicht, ob das bei ihr auch da war. Bei der Tochter. Ich wusste schon, warum ich solche Dinge schon als Kind gehasst habe. Ach du Scheiße, gleich tot davon? Oh, jetzt kommen die Gören, wir müssen schnell abhauen. Ah nee, doch keine Gören hier. Gut, haben wir jetzt hier einen Knochen eingesammelt, wofür auch immer wir den brauchen. Hier ist ja verschüttet. Ich kann nicht auch nichts anklicken. Sie liest auch anscheinend. Doch, sie kann sie auch vorlesen, aber ist wahrscheinlich das Gleiche, was wir mit Rosella schon gehört haben. Hier ruht die Leiche von Fritz Tröte. Der aß bis fett er wie eine Ja, hier kommt auch der Hund. Sehr geil. Guter Hund. Lieber Hund. Greift der mich an, kann ich ihm Knochen geben? Ja, das geht, Leute. Lieber Hund. Vor allen Dingen greift der mich jetzt hier an. Bei der anderen war das doch immer nur ein Schatten. Okay. Krass, kann ich mich auch nicht dran erinnern mit ihm hier. Kann man den jetzt anschnacken? Also, du bist ja doch nicht so ein mieser Hund. Und du bist gar kein so mieser Mensch. Du bist das erste Wesen, das freundlich zu mir ist. Seit ich meinen Herrn und meine Herrin verlor, ich danke dir. Du armer Kerl. Was ist mit deinen Leuten passiert? Mein Herr wurde von Malicias abscheulichen Spießgesellen geköpft und verflucht, durch den Himmel zu reiten, um seinen Kopf zu suchen. Meine Herrin starb kurz darauf vor Kummer. Und ich versuchte, mein Heim zu verteidigen. Als der schwarze Mann kam, um es niederzubrennen. Ich hab versagt. Krass, jetzt wissen wir auch, was das mit dem kopflosen Reiter da auf sich hat. Dein Herr ist Graf Zeppisch? Er war es. Mein Stolz war es, an seiner Seite zu kämpfen. Ich würde gerne deinem Herrn helfen. Glaubst du, der Fluch könnte von ihm genommen werden, wenn ich seinen Kopf wiederfinde? Das können wir nur hoffen. Hier, nimm die Medaille meines Herrn. Sie möge dir bei deiner Suche helfen. Und danke, tapfere Frau.
Okay, erste gute Tat, Leute. Medaille des Reiters. Wie war deine Herrin, edler Hund? Sie war die liebenswürdigste Frau in Eldritch. Und sie liebte meinen Herrn, den Grafen, über alle Maßen. Jetzt ist ihr Geist verbittert und rasend vor Wut. Du tust gut daran, ihr aus dem Weg zu gehen. Warum hat Malicia deinen Herrn erschlagen? Es war vor langer Zeit. Malicia führte einen Aufstand gegen Etheria und die rechtmäßige Krone an. Mein tapferer Herr führte den Angriff gegen sie. Malicia wurde geschlagen und aus Etheria verbannt, aber erst nachdem sie Graf Zepisch getötet hatte. Nun ist sie zurück und ich fürchte das Schlimmste für alle Bewohner von Eldritch. Okay, mehr kann man ihn nicht fragen. Hier verschwinden wir mal lieber gleich. Oh, jetzt kann man ihn wieder anschnacken. Ich werde mein Bestes tun, dich wieder mit deinem Herrn zu vereinen. Okay, den kann man nicht mehr nehmen. Man kann auch hier die Symbole nicht anklicken. Okay, ich wollte nämlich ganz gerne noch zu dem Dog und mit dem noch quatschen. So, dann müssen wir ja hier lang. Wir waren da ja schon einmal. So, dann gucken wir mal. Vielleicht haben wir hier noch ein paar Informationen. Mein Gott, Sie haben eine erstaunliche Ähnlichkeit mit einer jungen Dame, die ich heute am frühen Abend getroffen habe. Das muss meine Tochter Rosella gewesen sein. Meine liebe Frau, kommen Sie rein. Gucken, was der noch so zu erzählen hat. Gespannt. Sie sind also die Mutter dieses charmanten Fräuleins, Rosella. Erfreut Sie, kennenzulernen, Frau. Valanice von Daventry, guter Mann. Was für ein schöner Name. Ich bin Dr. Mort Cadaver. Was kann ich für Sie tun, Frau Valanice? Wann haben Sie das letzte Mal meine Tochter gesehen? Wo ist sie hingegangen? Ich sah sie erst vor wenigen Stunden. Sie fragte mich nach dem Trollkönig und brachte mir freundlicherweise ein neues Rückgrat. Ich weiß nicht, wohin sie gegangen ist. Dr. Cadaver, wie ging es Rosella, als Sie mit ihr sprachen? Ging es ihr gut? Oh, ganz besonders gut. Sie war die lebendigste Kreatur, die ich seit Jahren gesehen habe. Dr. Cadaver, ich hoffe, Sie finden es nicht unhöflich, aber ist wirklich jeder in Uga Buga tot? Mausetot in den meisten Fällen. Okay, mit dem Sarg, was kann man mit dem Sarg machen? Der sieht nett und weich aus. Igitt, was denke ich nur? Okay. Vergeben Sie mir, Frau Valanice, aber ich muss noch einen Hausbesuch machen. Guten Abend, Valanice. Ich werde es Sie wissen lassen, wenn ich etwas von Rosella höre. Danke, Doktor. Gute Nacht. Ein Hausbesuch, wer weiß, wo der hin muss.
Können wir wieder Doc is out oder was? Ja. Doc is out. Okay, ja, denn. Jetzt bin ich schon wieder am Überlegen, was wir jetzt hier noch machen können. Ja, mit der können wir ja nicht reden. Die greift uns ja gleich an. Ich frage mich ja auch, wo wir diese Medaille einsetzen müssen. Gute Frau, bist du Valenice von Daventry? Ja, warum? Woher weißt du das? Hör gut zu. Deine Tochter hat dieses Land verlassen. Sie ist in furchtbaren Schwierigkeiten im Inneren des großen Vulkans. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Der Vulkan wird bald ausbrechen und dann ist alles verloren, einschließlich deiner Tochter. Was? Wir können doch nicht einfach hier so herumstehen und nichts tun. Suche Hilfe im Königreich von Etheria, Valenice. Sie haben die Macht, den Zauber zu brechen. Du musst es tun. Wo befindet sich dieses Etheria? Wie kann ich dorthin gelangen? Etheria schwebt in den Wolken weit über uns, gute Frau. Früher hätte dich unser Graf Zepisch dorthin gebracht, aber unglücklicherweise hat er seinen Kopf verloren. Finde eine Möglichkeit, ihm zu helfen, und er wird dir mit Sicherheit helfen. Ja, okay. Der ist also auch noch aktiv. Dann lass uns mal abhauen. Muss ich die denn doch anquatschen, oder was? Gute Frau, sind Sie krank? Ich bin tot! Ich bin tot. Ja, sag ich ja. Du meine Güte! Könnte sie nicht wenigstens eine Gesichtsmaske benutzen? Ja, bloß wo bleibe ich jetzt mit der hier ihm geben? Kommt da ja? Nee. Hier muss ich die Medaille geben. Na also. Okay. Jetzt können wir hier an die Tür. Graf Wladimir Zepesch. Furchtloser Krieger, ergebener Gatte und oberster Beschützer von Uga-Buga-Land. Graf Wladimir Zepesch. Furchtloser Krieger, ergebener Gatte. Mehr kann ich da nicht machen. Graf Wladimir Zepesch. Es ist abgeschlossen. Es ist abgeschlossen. Und was soll ich da jetzt machen? Schlüssel hab ich dann. Es ist abgeschlossen. Graf Vladimir. Nervös war Frau Celia Natzen. Furcht hatte sie vor schwarzen Katzen. Da eine in der Nacht sprang hoch mit aller Macht, dort schleppten sie fort Lederkatzen. Okay, Leute, mit der Tür, da brauchen wir noch irgendeinen Schlüssel oder so. Jetzt weiß ich, wie sich ein Kaninchen beim Anblick der Kutschenleuchten fühlt. Ich sollte mich zu irgendetwas durchringen können.
Also müssen wir noch einen Schlüssel finden. Okay, also bei ihm schon mal nicht. Doc ist out. Ja, war der bei den Gören noch irgendwas, was ich übersehen habe? Was? Oh. Ich habe keine Ahnung, warum ich das getan habe. Nee, ich auch nicht. Du solltest da bloß keine gucken. Keine Inschrift. Puh, oh Leute, ich bin jetzt echt überfragt, was man hier noch machen muss. Ja, der Knüppel ist unten, dann ist der da drin. Vielleicht müssen wir noch mal zu dem Hund zurück oder so. Es ist abgeschlossen. Ja. Aber okay, dann breche ich erstmal hier ab. Hat keinen Sinn. Mir fällt jetzt echt in den nächsten Sekunden nichts Schlaues ein. Und ja, ich schaue noch mal auf den Fortschritt. Ja, wir haben noch nicht mal die Hälfte von Kapitel 5. Ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Bedanke mich wie immer recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und es wird sicherlich spannend weitergehen. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt King's Quest 7. Vielen Dank und ciao.